fangen wir an, oder? Ja, würde ich sagen. Hallo, liebe Bogenschützen. Ja. Was geht? Was geht? Wir freuen uns, euch zu sehen. Und wir wollten uns melden, erstmal nach dieser langen und schwierigen Corona-Zeit, die wir nun mal hatten. Genau. Und sind froh, dass wir überhaupt was stattfinden lassen können. Ja. Und haben deswegen auch ein bisschen gebraucht, bis wir den ersten Anschub für unsere Videos finden. Und ja, jetzt stehen wir hier mittendrin. Genau, mittendrin, bei bestem Wetter. Ja, natürlich, weil in der Eifel ist immer bestes Wetter. Alle, die im April schon mal da waren, wissen das. Es kann Sommer sein, aber auch Winter. Ja, Wetter ist das, was man draus macht. Ne? Ja, ganz genau. Nein, wir schauen uns heute einfach mal an, was so geht. Wir wollten ein bisschen Parcours planen, weil früher war kalt, jetzt hat es viel geregnet und jetzt ist warm und alles schießt wie blöd durch die Gegend hier. Damit meine ich das Grünzeug. Genau. Das ist gut, Alter. Da habe ich ein Wortspiel. 5 € fürs Phrasenschwein, alles schießt wie wild durch die Gegend. Das kommt dann irgendwann. Ne? Ja, genau. Wir stehen ja hier an unserem beliebtesten, schwierigsten Punkt oder schwierigen Punkt. Da hoch. Den Berg steil nach oben hatten wir schon mal. Ja. Und wir müssen in den Wald reingehen. Wir haben es gerade gesagt, das Grün hat uns viele Schüsse leider unmöglich gemacht, weil eben der Wuchs so stark ist, dass dort ein Mähen nicht weder erlaubt noch möglich ist. Ja, ja. Das ist im Frühjahr oder später dann ein bisschen einfacher. Okay, okay. Ja, also wie gesagt, wir werden wahrscheinlich dann in 4 Wochen ungefähr, 24./25.7. tolle Temperaturen haben. Im Frühjahr ist es dann auch mal kalt und schneit, aber da ist einfach mehr möglich. Und wir schauen heute, was wir euch bieten können. Und was möglich ist. Genau. Und natürlich sind ja, heute ist es relativ trocken, die Tage vorher hat es geregnet. Also wir werden jetzt keine Schlammlöcher aussuchen und irgendwelche Wildschweinsuhlen, sondern unsere Laufwege dahin gehen, dass es auch möglich ist. Aber klettern müsst ihr schon etwas, weil wir sind nicht auf der flachen Wiese. Nein, es ist halt Eifel und das heißt, es ist bergig oder es ist Mittelgebirge. Ja. Und da bleibt es eben nicht aus, dass man auch mal klettern muss. Timo, was machen wir hier? Wir hatten hier sonst so einen 73 Meter Schuss bergauf. Vielleicht ein bisschen wechseln, dass wir wir haben gedacht, wir schieben dann so ein bisschen nach links. Das heißt, wir werden auch wieder hier hochgehen, aber schräg in den Hang rein. Das ist nicht... Ja, den geradeaus hat man ja schon. Jetzt werden wir ein bisschen hoch und schräg halten, dass wir nachher auch wieder steil nach unten kommen. Und wir werden also wieder auf jeden Fall 2 bis 3 Schüsse hier an diesem doch schicken, steilen Hang. Man kann auch einen steilen, schwierigen Schuss etwas kürzer machen. Ja. Machen einfach die Auflage ganz winzig. Kleiner. Und schon. Ja, genau. Haben wir alle Spaß dabei. Ja? Genau, ihr seht schon, uns macht es Spaß, allein schon das zu planen. Ja, ja. Und wir werden euch wieder ein paar Aufgaben stellen. Keine Gemeinheiten, aber Aufgaben. Genau so ist es. Okay, gehen wir mal los, dann oder? Gehen wir mal los. Also wie man sieht, hier können auch Leute gehen, die jetzt nicht so gut zu Fuß sind. Es ist ein gerader Weg. Ich, aber da oben wird es ein bisschen flacher. Könnten wir auf jeden Fall noch einen kurzen Transportschuss machen, bevor wir dann wieder diesen steilen und wirklich weiten Schuss, das fände ich sehr sympathisch. Also wenn wir das so machen könnten, dann könnten wir mal so einen richtig langen, der so richtig segelt. Bergabsegelt, wo man dann zählt, 21, 22, 23, ja, bevor der dann irgendwo plopp macht. Ich denke, sowas wäre hier machbar. Ne? Lass uns da hingehen. Ne? Ein bisschen weiter rechts würde ich mal schätzen, wenn wir schräg reingehen. Ja, da wo jetzt der Farn zu erkennen ist, ja. Ja, ein bisschen schräg gehen, dann kann man überlegen, ob man einen Schuss noch da oben reinmacht. Wollen wir nicht von oben runterschießen dann nochmal? Ja, ja. Wir überlegen genau, was wir tun können. Aber was wir genau wissen, ist, dass eure WA-Maximalentfernung von 70 Metern... 60 Feld, meinst du? WA. Wird nicht reichen. Für unser Turnier hier nicht ganz reicht. Also ihr solltet noch ein paar Entfernungen mehr haben. Ja. Also ich denke, wir werden unter 100 Meter bleiben. Ja. Aber ich sag mal so... An die 80 könnten wir kommen. 80, 90 sollten wir schon mal versucht haben zu Hause. Das wäre bei uns, glaube ich, schon hilfreich. Ne? Okay. Keine Bunny, so eine Herdplattenscheibe rein. Rechts an Timo vorbei, gucken, wo es da in den
dunklen Busch reingeht. Hier hätten wir einen wunderschönen Schusskanal oder auch von hier aus zu sehen. 50er Auflage ist sportlich. Ja. Ich glaube, den Schuss, den nehmen wir ruhig wieder. Ich glaube auch. Ja. Der hat sich bewährt. Genau. Gut, hier sind wir jetzt oberhalb. Ja, genau. Hier sind wir jetzt oberhalb von einem kleinen Streifen Naturschutzgebiet. Und hier wollen wir jetzt einfach mal tatsächlich herausfinden, ob es hier vielleicht irgendeine Möglichkeit gibt. Ich sag mal, hier runterschießen, das wäre schon ein Traum. Ja. Endlich sitzen! Endlich sitzen! Hilfe! Ja, ihr Lieben, wir haben den Parcours heute schon mal gemacht. Genau, wir sind fertig. Wir haben das Equipment dabei gehabt. Ja. War mindestens genauso schwer. Richtig. Allerdings ohne Pfeil, aber uns hat es auf jeden Fall gefallen. Wir haben ein paar schöne Sachen entdeckt. Es sind ein paar Klassiker dabei, aber es wird auch richtig was Neues geben. Und es wird spannend, auf jeden Fall spannend. Genau. Und viel Spaß machen. So, wir haben circa noch vier, fünf Wochen, 24. zu 25. startet das Volcano. Kollidiert natürlich leider mit der DM-Feld des DSB. Deswegen haben wir auch noch ein paar Startplätze frei. Richtig, ein paar wenige Plätze sind noch frei. Es haben nicht nur wegen der Deutschen Meisterschaft der ein oder andere storniert, sondern natürlich auch wegen Urlaub und Familie. Okay. Das kommt ja auch noch dazu. Ja. Aber wir können euch auf jeden Fall versprechen, dass wir, wenn das Wetter mitspielt, wieder ein leckeres Barbecue hier veranstalten. Ganz besonders freut mich auch, dass unsere Sponsoren und Partner, die ihr hinter uns seht, wieder mit dabei sind. Ja, und es sind zahlreiche wieder dabei. Zahlreiche wieder dabei, da freuen wir uns ganz besonders. Ja, vielen lieben Dank dafür, finden wir richtig, richtig gut. Genau, der eine oder andere, der das vielleicht auch möchte, kann sich auch gerne nochmal bei uns melden. Timo, war eine tolle Runde, die wir gegangen sind mit vielen Einblicken. Wir haben tolle Schüsse gefunden. Es wird wieder ein Finale geben hier? Ja, wir haben fest vor, wieder ein Finale zu veranstalten. Im bekannten Modus, im bekannten Format. Ja. Wie immer fünf Schützen, fünf Targets schießen. Und sodass die ersten fünf Plätze, dass sich da vielleicht noch mal ein bisschen was verschieben kann. Ja. Das hält das Ganze dann bis zum Ende noch offen und spannend. Ja. Trotz alledem möchte ich alle Compound-Schützen, die vielleicht noch nicht so lange unterwegs sind, die aber auch da Spaß haben, motivieren, hier mitzumachen. Es ist nicht so, dass es unmöglich wäre, hier mitzuspielen oder mitzuschießen. Schaut euch nicht, wenn ihr einfach mal reinschnuppern möchtet in ein tolles Feldbogen-Event, meldet euch an. Wie gesagt, es sind noch Plätze frei. Ist also wirklich die Chance da, einfach auf einem guten, hochwertigen Turnier, ja, erst mal Feldbogenluft zu schnuppern. Und wir werden das mit Sicherheit wieder die Gruppen so gestalten, dass die zumindest am ersten Tag ausgewogen zusammengesetzt werden. Am zweiten Tag geht es dann natürlich nach Punktestand. Genau. Und so kommen auch die nicht so starken Schützen auch in den Genuss, mal vielleicht mit den Guten und mit den Topscorern in unserer Szene vielleicht mal ins Gespräch zu kommen oder auch mit denen zusammen zu schießen. Ja, hier kann man dann vielleicht am ersten Tag zumindest mit denen zusammen durch den Parcours eine Runde schießen und bestimmt eine Menge lernen. Ja. Und das Wichtigste von allem, Spaß haben. Ja. Ich denke, wir werden in den nächsten Wochen noch ein bisschen Arbeit vor uns haben mit der Planung. Und dann starten wir am 24. und 25.07. Genau. Timo, haben wir noch was vergessen? Irgendwas Wichtiges? Vergessen haben wir eigentlich nur, dass natürlich nach den Corona-Zeiten, dass natürlich die aktuellen Corona-Regeln gelten werden. Die werde ich dann kurz vorher noch mal rumschreiben, also sprich eine Rundmail machen. Das ändert sich ja im Moment von Woche zu Woche. Im Moment sind wir bei fast null, aber wir wissen nicht, was in 4 Wochen ist. Und deswegen gibt es immer kurzfristig auf jeden Fall noch die aktuellen Informationen. Genau, die wird aber auf der Webseite von Volcano Field Masters veröffentlicht werden. Da solltet ihr auf jeden Fall immer drauf schauen und euch aktuell informieren. Wie gesagt,
Wir sind zuversichtlich, dass es stattfindet, trotz Corona. Auf jeden Fall. Und in die Zukunft gucken können wir leider nicht. Deswegen bitte informieren, was Sache sein wird. Ja. Und Daumen drücken. Nicht nur für die Lottozahlen heute ja, Abend. Ja, genau. Ja? Dass es alles so klappt, wie wir uns das vorstellen. Genau. Ich habe zwar schon die richtigen Zahlen angekreuzt, die müssen jetzt nur noch kommen. Jo, dann habe ich eigentlich einen großen Sponsor für mein Turnier, wenn die Zahlen kommen. Ja, ja, ja. Also wenn das heute Abend klappt, dann machen wir eine richtige Arena. Ja, okay. Ja, ich denke mal, Wetter ist gut. Ja. Ich denke, es ist alles gesagt. Es fehlt nur noch ihr. Mhm. Und was zu trinken. Dann kann es, glaube ich, los. Ja, das werden wir uns jetzt auf jeden Fall genehmigen. Machen wir es so. Alles klar. Ja. Bis demnächst. Der alte Mann und der Stuhl. Versus coming daily under pressure. Working on applying the scheme. The true style trademark is at the edge of your dreams. I'm talking one. One shot for the kill. The breeze cut, freeze up. Straight dropping the chills. I'm talking. Taking over pieces and shares. A ball break sky high. Check the movement is here. Yeah.